Ah, ist das schön, man kommt rein und wir sind im Plus, ne? Vom letzten Mal. Aber okay, wir gucken mal. Ob das so bleibt heute, ne? Wenn es gut läuft heute, ne, und es bleibt so ein 18.000er Bereich oder über 10k, ne? Dann können wir hier vielleicht wieder eine Million schaffen heute. Wir gucken mal. Lass uns mal ein bisschen schnell laufen. Oh, Einwohner. Guck mal kurz. Ob wir hier irgendwo noch ein paar Häuser hinkriegen. Dass wir hier wieder ein Plus kommen. Da ist eine Feuerwehr. Wirtshaus. Ich wollte meine Täubchen bemühen, aber jetzt bist du ja da. Eine Abschlussaufgabe. Ich weiß das zu schätzen. Schätzchen. Na, mal schauen. Okay. Oh, wir sind 24k am Plus. Ich könnte wetten, du steckst mit dem Königshaus unter einer Die Routen Deck. Sollten jetzt auch laufen. Genau. Wenn man übt, wird man besser. Das stimmt, ja. Ah, das Spiel ist da so komplex, ne? Ihr kennt es ja schon langsam. Ne? Da richtig reinkommen und so. Guck mal, hier ist noch irgendwie... Kann man hier vielleicht noch ein bisschen... grün machen. So. Man hört schon mal so eine dramatische Musik hier, aber okay, mal schauen. Wir gucken mal, ob alles anläuft. Ich gehe mal kurz in den Routen rein, ob jetzt alles läuft hier. Rum? Ah, Rum geht wieder runter. Oh, die kauft schon wieder Anteile. Da müssen wir auch aufpassen. Außer Kontrolle. Ja, wo? Ah, hier ist Feuer. Ist ja keine Feuerwehr, doch, da ist eine Feuerwehr. Schätzelein, ja, ne? Die macht immer so viel Ärger, ey. Wie Big Mac in Kommentar geschrieben hat, warum macht die Alte immer so viel Ärger? Er ist echt mal so, ne? Macht immer so viel Ärger. Hier ist nur noch Mine. Mal gucken, mal ranbauen. Oh, eine Inspektion. Ich schau mal hier, Fleischkonserven. Und fliege mit ihm davon. Geh mal auf die Hauptinsel. Wie sieht's denn hier aus? Fleischkonserven, aber alles im Plus, ne? Da kommt Stoff. Kaffee. Kaffee läuft auch gut an, ne? Oh, Kaffee ist gut, ne? Guck mal, Kaffee haben wir fast 800 Tonnen. Das heißt, wir können auch Kaffee mal hier rüberbringen. Die brauchen ja auch Kaffee, ne? Dann können wir auch noch ein bisschen mehr Plus machen hier. Guck mal hier, Kaffee. Wir werden mal Kaffee von hier nach da bringen. Wo ist noch Platz? Hier ist noch Platz. Seife? Okay, Seife ist auch gut. Bei 1 Hotzenplotz hier laden Kaffee. Da ist nichts Seltsames an einer Person wie mir, die Grenzen dessen erweitert, was wir zu wissen glauben. Ich kann mir nicht vorstellen, etwas anderes zu wollen.
Immer dieser Nervenkitzel, wenn alles glatt geht. Oh Mann, geh mir nicht auf den Sack. So, entladen, neben Plotz. Ja, das ist echt voll, ne? Das Einzige, was richtig Bombe läuft, ist die Seife, ne? So, annehmen. So, da ist jetzt Kaffee drin. Und hier. Waren laden und entladen. Hier. Wieso ist denn schon wieder so viel, so viel Rummangel? Ich dachte, der Rum läuft jetzt endlich mal an. Schiff unter Beschuss. Oh oh. Hä, wo schießt denn jemand? Ach, das Schiff sollte man hier kaputt machen. Ja, wunderbar. Neue Ziele? Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Wir haben auch keinen Platz mehr für neue Arbeiter, ne? Ist hier noch Platz? Hey, wir haben keinen Platz mehr. Ach doch, ich weiß noch wo. Ah ne, da zählt es ja nicht. Da zählt es nicht. Doch, der einzigste Platz, wo noch ist, ist hier, ne? Ja. Einzigste Platz noch hier. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. No. Ein Feuer ist ausgebrochen. Alter. So. Das sollte halt ein Plus sein. Also mit dem Leuten. So. Die Flammen wurden gelöscht. Na, siehst du, sehr schön. Hä, das ist kaputt gegangen? Habe ich gerade gebaut. So, wir sind wieder im Plus. Sehr nice. So, hier ist auch der Fisch ein bisschen am Schwanken. Was kann man eigentlich jetzt hier noch machen? Da ist ein Hafen und. Oh, ist der einzigste Hafen da oben noch, oder was? Ja, hier. Das heißt, hier. Bitte, du musst mir helfen. Ich habe einen Krieg angezettelt. Nee. Die Waffenruhe wurde beendet. Ich helfe dir nicht. Warte mal, Werft. Schiff unter Beschuss. Hä, hey, warum? Wer kämpft denn hier? Pirat oder was? Diplomatie? Ach, hier, die nerven hier. Sie haben recht. Gehen wir noch einmal in. Ja, geh mal doch nicht auf den Sack, Alter, du Holzkopf. Ich sitze auf glühenden Kohlen. Ich wette, du bist ganz froh, damit durch so zu sein. Das. Mach erstmal Frieden mit zwei, also verbünde dich mit Starken und die helfen dir beim Krieg. Nee, machen sie nicht. Ich bin da schon verbündet, glaube ich, mit einem Teil. Ne, hier mit der. Nee. Doch hier, eine Allianz habe ich, ne? Mit den beiden hier. Mit den beiden habe ich eine Allianz, ne? Als höchsteste, ne? Frieden haben wir ja mit der alten, haben wir auch Frieden, ne? Aber die haben wir, Ruf ist auf 39, ne?
müssen hier echt mit der noch ein bisschen Frieden. Und hier mit den Piraten haben wir auch Frieden. Mit dem Weibchen, ne? Mit den Brüsten hier haben wir auch Frieden. Platz. Mal hier noch einen Marktplatz hin. Das ist gut. So. Hier haben wir noch einen Hafen. Der Hafen ist auch angeschlossen. Mega. Es mangelt an Arbeitskraft. Wo? Ah, hier? Alter, was ist denn hier los? Reicht das? So. Und Master Play Moin. Was habe ich verpasst? Na, eigentlich gar nichts. Hier ist ganz entspannt. Hier ist ganz entspannt. Es reicht. Komm doch mal ein Plus hier, was ist das denn? Ich baue doch hier 1000 Dinger hier. Nicht, dass es nachher nicht mal reicht für ja, hier für gebackene Bananen, ne? Was brauchen wir hier für gebackene Bananen? Fischfabrik und Bananen. Guck mal, wie es hier aussieht im Lager. Ja, siehst du, müssen wir auch noch auftunen, denn. Hier. Bananen. Ist auch voll wenig hier mit Bananen. Da müssen wir echt noch ein bisschen besten hier noch hinmachen. Aber hier haben wir auch Öl, ne? Theoretisch. Und hier können wir auch einen Ölhafen machen. So, hier sind Bananen. Oha, Anno, ja. Ja, kennst du Anno? Hola.
So. Hier noch ein paar Bananen. Warum ist das hier? Zu viele Transportladen verzögern sich. Ah, okay. Alter, sind da viele. So, und Mentrox, Servus Meister, du spielst bestimmt schon länger, Anno, oder? Es geht. Ich bin noch dabei, mich reinzufuchsen hier. Also so lange spiele ich noch gar nicht Anno. Früher ja, ne? Und dann habe ich lange Zeit Pause gehabt. Und dann in den Zeitraum von den 2 Jahren oder 3 Jahren, ne? Oder 2,5, kam ja wieder so viel Neues dazu, ne? Also ich bin, ja, ich spiele jetzt schon ein paar Wochen, aber... Ich bin auch noch am Lernen. Hattest du eine Frage? Und Ben Style, hi. Birdie hat mir Anteile auf meiner Insel abgekauft. Was habe ich jetzt für Nachteile? Das habe ich vor kurzem gelernt, glaube ich, so ungefähr. Weil bei mir hat auch diese Alte hier mir auch Anteile geklaut. Das heißt, du musst dann irgendwie Geld bezahlen an der, glaube ich, ne? Umso mehr Anteile sie bei dir kauft, umso mehr musst du bezahlen bei dir jetzt in dem Fall Barley. Aber das kannst auch du machen, ne? Du kannst auch Anteile kaufen. Und umso mehr Anteile du kaufst, umso mehr Geld bekommst du von der Insel, ne? Also Anteile zurück an Geld. Irgendwie so habe ich es verstanden. Also wenn sie bei dir Anteile kauft oder Barley, ne? Dann musst du Geld abdrücken, ne? Irgendwie so. Weiß, wie man das macht? Ja, das habe ich schon geguckt hier. Zum Beispiel hier. Wir gehen mal kurz in die alte. Also wir sind in der neuen Welt. Genau, hier hat sie mir auch die Insel hier. Nur die Insel hier hat sie mir auch schon abgekauft fast, ne? Und hier fängt sie auch schon wieder an. Da oben, siehst du? Hier, da hat sie jetzt schon was gekauft. Dann klickst du einfach hier oben rauf, ne? Inselanteile, ne? Dann kannst du hier sehen, was sie aufgekauft hat, ne? Und dann kannst du hier auch wieder zurückkaufen, ne? Zack. Dann dauert es 10 Minuten und dann ist es wieder deins, ne? Und du musst aufpassen. Du musst aufpassen, das ist mir passiert. Wenn sie dir alle Anteile kauft, das merkst du gar nicht so schnell, ne? Dann kann es auch passieren, dass deine Insel dann weg ist, ne? Du kannst auch in dem Fall auch zum Beispiel hier. So habe ich auch diese Insel bekommen hier, ne? Wenn du jetzt diese Insel haben möchtest, hier von der alten, ne? Und du willst mit der keinen Krieg machen, dann musst du versuchen, hier. Alle Anteile zu kaufen. Wenn du alle Anteile gekauft hast, dann gibt es immer noch ein Enddings und dann, wenn du das alles geschafft hast, dann bekommst du die Insel, ohne mit dir Krieg zu haben. Ne? Irgendwie so klappt es genau. Wenn ich jetzt auch hier kaufen, ne, und dann kannst du die Insel klauen. Habe ich auch mit der gemacht hier. Weil die Insel braucht ich wegen Kautschuk später bald, ne? Und ich will damit ja keinen Krieg machen, weil es ist ja die stärkste auf der Karte. Und so habe ich jetzt die ganzen Anteile gekauft, ne? Hier nach und nach. Und dann habe ich jetzt die Insel bekommen von der, ne? Ohne mit der hier Krieg zu machen. Mega geil, danke. Das wusste ich nicht. Ja, bitte. Ne? Kannst du hier nach und nach die Inseln dir gönnen. Aber ich weiß nicht, Vorsicht, das habe ich auch noch nicht getestet. Wenn du halt mehrere Inseln klaust von dir, ob die dann irgendwann den Krieg erklärt, ne? Deswegen immer ein Safe-Game machen, vorsichtshalber, ne? Ein Backup, falls es schief geht, ne? Du machst natürlich dann auch Minus mit der, ne? Hier in der Diplomatie, ne?
Aber angreifen tut sie dich nicht. Also, geringen, ne? Eindruck hinterlassen. Aber wenn du da aber mehrere Inseln klaust, ne? Dann vielleicht. Kann passieren, ne? Da weiß ich nicht Bescheid. So, wir machen jetzt hier weiter. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau, gebackene Bananen. Hier.